Darian, was ist mit euch? Wollt ihr nicht schon immer eine kleines Gut in der Wildermark besitzen, ein eigener Kriegsfürst sein? Ich das. Vielleicht sollten wir dieses Gespräch auf den Weg Auf den verlegen. Weg führen, ja. Genau. Ja, lass das gehen. War schon ein guter Witz. Gut, Aldo. Ein Kriegsfürst von eigenen Gnaden, das wäre doch etwas. Vielleicht in einem anderen Leben. Du weißt, wo es hingeht, Ardo? War mehr als Frage gemeint, aber ich schätze mal nicht. Er weiß immer, wo es hingeht, da bin ich mir sicher. Ansonsten, Ardo, wenn ihr es nicht wisst, können wir auch einfach nochmal beim Junker hier nachfragen. Reden Nein, mit uns. entschuldigt. Ich hatte gerade den Mund voll. Einfach der Straße entlang. Dann wollen wir die Gastfreundschaft des Junkers nicht länger in Anspruch nehmen. Wir sollten uns noch verabschieden und dann uns weiter auf den Weg machen. Ja, früh wie ihr Seid ihr alle aufgestanden bereit? seid, könnt ihr euch dann beim Junker noch einmal verabschieden, der dann irgendwann nach einer halben Stunde Glas, kommt er dann ebenso nach unten, wird euch dann noch einmal misstrauisch begutachten, einmal den Saal überprüfen, ob irgendwas gestohlen worden ist und euch dann mit Travia auf den Weg schicken. Ich hätte ihm 12 Silbertaler dagelassen. Die wird er finden, wenn er den Raum untersucht. Okay. Ja, so macht euch wieder auf. Die Straße ist zu viel. Das ist ein Weg im Feld, im Acker, der wohl von irgendwelchen Fuhrwerken gegraben worden ist. Vielleicht eine Kutsche, die ehemals vor vielen Jahren lang gefahren ist. Und mit einem unguten Blick in Richtung der Felder oder auch in Richtung der Hügel kann Ardo die Vogelscheuche wieder erkennen, die auf der rechten Seite von euch auf einem der großen Felder steht und hast wieder das ungute Gefühl, dass du beobachtet wirst. Vor euch, ein Wegweiser, weist euch Ulmen Sinn, könntet ihr tatsächlich dann das niedergebrannte Dorf erkennen. Wie lange laufen wir denn bis zur Vogelscheuche? Also von dem Wehrgut aus sind es 3 Meilen, würdest du sagen. Und dadurch, dass ihr in der Wildermark schlecht vorankommt, sind das so, du würdest sagen, 2 Stunden. Ado, da musst du gestern ja einen Affenzahn drauf gehabt haben. Also, unglaublich schnell gewesen sein, oder? Hast du dir das Pferd von Darien ausgeliehen? Einer alleine bin ich mit Mara recht fix unterwegs. Wir sind da ein eingespieltes Team. Außerdem, der gute Wicht lässt nicht jeden auf seinen Rücken, von daher. Aber es ist auf jeden Fall beeindruckend, wie Die schnell ihr Vogel. doch gewesen seid. Weiter. Die Vogelscheuche da vorne, das, mit der stimmt irgendwas nicht, sagst du? Ja, schau sie dir doch mal an. Das fühlt sich fast an, als ob sie jetzt anstarren würde. Man auf die Distanz erkennen, ob die Vogelscheuche irgendwie aus, naja, Leichenteilen zusammengedengelt ist. Nee, Stroh. Ganz normale Vogelscheuche. Es sieht nicht so aus, als hätte man da einen Untoten hingestellt. Ich sehe da auch nichts. Bist du dir sicher, dass du dich in der Dunkelheit nicht einfach verguckt hast? In der Nacht ist die Wildermark nochmal ein anderer Ort. Ist daran. Oder ihr habt recht und ich werde einfach nur paranoid in dieser Drecksgegend. Gut, dann sollten wir vielleicht dieses mal bei diesem Lager vorbeischauen, wenn das hier in der Gegend ist. Das war noch ein gutes Stückchen weiter nördlich. Komm nicht direkt Also. am. Also ich. Frosty, korrigier mich, wenn ich falsch bin, aber ich glaube, das war jetzt nicht so ganz auf unserem Weg, oder? Also von hier aus, du warst ja schon mal da, auch wenn du den Weg so selber nicht gegangen bist. Und Travigor kann sich wohl auch erinnern, auch wenn es 2 Jahre her ist, aber von hier aus sind so sieben, vielleicht 8 Meilen noch. Also ist noch ein Stück. Burg Ich hätte das. Schlangenfurt. Genau, aber das Lager meine ich, das kleine. Da hatte ich jetzt so das Gefühl, wie du es mir beschrieben hast, dass Ach so so, hier in der ja, Gegend genau, ist. ja, richtig, genau da. Das ist nicht auf eurem Weg, aber da hast du das Feuer, das ausgehende Feuer gesehen. Das kleine Lager ist noch ein gutes Stückchen in der Richtung. Ich zeig mal so in die Richtung. Da kommen wir nicht direkt dran vorbei. Wäre dafür, Hat dass es. wir keine Zeit verschwenden und direkt Ich meine, zur das hat Burg gehen. keine Relevanz. Ich glaube nicht. Du bist derjenige, der es gesehen hat, also. Richtig. Es kam mir nur seltsam vor. Vielleicht haben wir, wenn wir dann beim Junker waren, noch die Gelegenheit, dahin zu kommen, aber
Dann gehen wir nicht weiter. Dass es jetzt wichtig ist. Was wissen wir von diesem Dorf, was hier abgebrannt ist? Es ist ein abgebranntes Dorf. Also ich kann mich nicht mehr ganz erinnern. Hat es damals schon gestanden, als wir vor 2 Jahren hier waren? Wisst ihr das noch, Ado? Frecks Dinge. Ich überlege, stand es damals noch? Ulmsen hast du damals nie besucht. Okay. Was ich wüsste. Ich glaube, wir sind doch auch nicht direkt hier entlang gekommen, sondern sind wir nicht eher am Fluss entlang gelaufen? War denn das damals? Ah, richtig. Wir haben einen Querfeldeinweg eingeschlagen. Ja, genau. In der Richtung. Man sieht das doch aber schon, richtig? Ja, also wie gesagt, es gibt einen Wegweiser, der drauf deutet und du siehst die niedergebrannten Hütten. Das ist einfach das typische trostlose Bild, was sich in der Wildermark erwartet. Gerade in der Nähe von der Reichsstraße, wo dann eben der große Untoten, die Armee entlang gekommen ist, die haben hier sehr, sehr gewütet. Also das ist auch jetzt nicht kürzlich abgebrannt, das ist das Einzige, was ich noch wissen wollte. Nee, genau. Also okay. Du kannst dann auch, wenn ihr näher drauf zukommt, könnt ihr sehen, wie wohl die ersten Pilze da schon dran hochwachsen und irgendwelche Gräser, die nach oben geflochten sind, Efeu und so weiter. Also die Natur holt sich das Dorf wieder zurück. Scheint mal eine ganz stattliche Baronie gewesen zu sein. Hier gibt es doch einige Dörfer leider, die wenigsten, die noch stehen. Schrecklich, was hier passiert ist. Wenn ich mir vorstelle, dass so etwas mit meiner Heimat passieren würde, ich weiß nicht, was ich tun sollte. Das wundert mich nur. Die Armee ist sehr viel weiter südlich durchgezogen. Vermutlich ist das hier mehr im Nachgang passiert. Spielt das denn eine Rolle? Ja, das gibt einen zu denken, dass das nicht... dass das nicht diese Bösen aus dem Osten waren, sondern wahrscheinlich irgendwelche Brandschätzer und wie sagtet ihr, Kriegsherren eigener Gnaden, die danach erst kamen. Ja, wir haben ja gesehen, was allein schon mit den einfachen Leuten passiert ist. Die beiden an der Mühle, die Blut benutzen, um sich vor Geistern zu schützen. Stellt euch mal vor, jemand, der etwas mehr Macht hat, fällt in so eine Art Wahnsinn. Dann können ganz andere schreckliche Dinge passieren. Was wie das hier wahrscheinlich. Es ist schrecklich mit anzusehen. Und muss dagegen eigentlich was getan werden. Aber... In der Tat. Aber gerade nach den letzten Jahren, da ist es so schwierig, wieder alles aufzubauen. Wir sollten weiter. Sollten wir. Wie lange ist der Weg noch, den wir vor uns haben? Der Weg gabelt sich im Inneren der Ruinen des Dorfes und ihr könnt einmal auf dem Wegweiser Ogerhöhle erkennen, dann noch das Bregelsaumsche Schloss, das Jagdschloss. Es gibt die Burg Schlangenfurt und auf der anderen Seite dann Binsböckelisch Limpurg. Man schaut mal Fragen zu Ado. Ja, wollt ihr nach Norden oder wollt ihr nach Westen? Noch ein paar Meilen Richtung Norden. Würde ich auch sagen. Dann sollten wir da sein. Ich glaube so 8 Meilen sind es. Was steht da denn drauf auf den Schildern? Da geht's nach Limpurg. Und wenn wir vorne, wenn wir jetzt weiter Richtung Norden gehen, kommen wir nach Ogerhöhlen. Da müssen wir lang. Das ist auf dem Weg Richtung Burg Schlangenfurt. Ogerhöhlen. Ja, da haben wir uns von erzählt, oder? Da könnten die Banditen auch lang gegangen sein, aber wir haben es nur vermutet. Und ja. Sollten auf jeden Fall weiter auf der Hut sein. Ich decke den Rücken wieder ab. Wir sollten einfach schauen, dass wir zu diesem Junker kommen. Ado, ihr führt einfach an und der Rest folgt euch. Jupp. So folgt ihr dem Weg und vor euch erhebt sich dann der majestätische Ogerhain. Vielleicht hat er hier auch mal Oger beheimatet, ihr wisst es nicht genau, aber nachdem sich die Weggabelung ein weiteres Mal gekreuzt hat und ihr weiter in Richtung Ogerhöhle gegangen seid und in Richtung Burg Schlangenfurt, könnt ihr nach weiteren Stunden der Reise, der Weg, ist wirklich
dunkel. Auch wenn die Sonne scheint, aber das Wäldchen scheint wirklich hochgewachsen zu sein. Und es riecht nach Natur, es riecht nach Altertum. Könnt ihr in einiger Entfernung auch das, ja, Schlangenfurt erblicken? Das ist eine kleine Burg, die sich hier aus dem Wald erhebt. Und die Wappen einer Schlange, die sich hier nach oben strecken. Da sind wir die richtigen, hoffe ich. Ja, Kasim knackt mal die Augen zusammen und versucht zu erkennen, ob das jetzt die komische Schlange oder die richtige Schlange ist. Herr Heideck. Was muss man das ableiten? Klugheit plus 7. Also Klugheit plus 10. Das da vorne, die Banditen? Kann es nicht erkennen. Versuche auch mal die Punkte abzuzählen. Das sieht genauso aus wie das auf dem Toten. Ja, eine richtige Anzahl der Punkte, eine richtige Schlange. Sie ist einfach ganz anders gedreht, das ist ein ganz anderes heraldisches Symbol, wie du auffällst. Und das ist die richtige Schlange wohl. Gerade dir als Tapazier wird das natürlich auch direkt klar. Freunde, nein, ich muss sanft widersprechen. Hier ist tatsächlich die richtige Schlange abgebildet. Die Burg scheint noch zu stehen und von Rechtschaffenen besetzt zu sein. Das ist doch mal eine Überraschung. Oder sie sind besser im Zeichnen geworden. Hoffen wir mal das Erstere. Wir sollten einfach hingehen und fragen. Absolut korrekt. Im Schutz der Burg haben sich sogar einige Bauernkarten versammelt und man versucht, das Ganze hier wieder zu bewirten. Man trotzt der verheerten Landschaft wieder etwas an Nahrung ab, die dann nicht mehr auf die teuer importiert werden muss. Und wenn ihr euch dann der ganzen Burg nähert, könnt ihr auch sehen, wie sich die Tore öffnen und einige Einwohner nach draußen kommen, die mit Hellebarden dann ausgerüstet sind und wohl auch eine Weibelin, die euch begrüßt und euch zunickt. Sieht fast aus wie eine Torwalderin, zumindest ist sie blond und ziemlich groß, ziemlich kräftige Muskeln, die sich an ihrer Rüstung abzeichnen und kommt dann auf euch zu. Travia, mit euch, Reisende. Wer seid ihr und was wollt ihr? Travia zum Gruße. Mein Name ist Darian von Falkenstein, Erbe der gleichnamigen Baronie. Ich bin im Auftrag der Hesindekirche unterwegs, um uns, wir sind im Auftrag der Hesindekirche unterwegs, um uns hier um Banditen zu kümmern. Das hier sind meine Kameraden. Ihr könnt euch gerne selber vorstellen. Nun, Herr Wohlgeboren, freut mich, dass ihr hier seid. Ich bin Niam Rogel, ich bin die Weibelin hier. Wollt ihr mit dem Kastellan sprechen oder mit dem Junker? Sehr gerne würden wir mit dem Junker sprechen. Jawohl, ich bringe euch sofort zu ihm. Wenn wir mal zu den anderen wenden. Der erste Eindruck ist besser. So, ihr macht einen guten Eindruck, der Herr. So könnt ihr das kleine Dorf bzw. die Burg betreten und ihr seht so, ja, 8 Hütten, die im Inneren angebracht sind, grob 50 Einwohner, die euch jetzt sehr skeptisch begutachten, viele, die auf den Äckern sonst stehen oder der Viehzucht betreiben, einige Hühner, die hier im Inneren herumflattern, ihr könnt einige Schafe noch erkennen, die gerade geschoren werden, götterfürchtige Menschen, wie vor allem wohl Travigor feststellt. Und nach einiger Zeit könnt ihr dann auch auf der Burg oben den, ist wahrscheinlich der Kastellan, sehen, der euch da ängstlich anblickt. Zumindest, er vertraut euch wohl nicht ganz, hat wohl Angst um seine Burg. Und dann kommt der Junker raus, der wohl der Wildermarkt zu spotten scheint. Er ist unglaublich fett, schiebt sich da wohl gerade noch Nahrung, ein kleines Törtchen in den Mund, was ihm dann wohl auch so ein bisschen fettig an dem Mundrand entlangläuft. Hat einen Oberlippenbart und einen seltsamen Hut mit einer Havesfeder auf dem Kopf und schmiert sich dann gerade erstmal seine fettigen und beringten Finger an seiner Uniform ab. Oh, ja, schön, dass ihr hier seid. Ich bin der Junker von Schlangenfurt, ich bin Viktoran und mir wurde gerade von Niam Rogel gesagt, dass ihr der sehr geehrte von Hochgärter von Falkenstein seid, ja? Das ist richtig. Oh, das ist schön. Endlich wieder ein paar Ellen, die hier vorbeikommen. Ich hoffe, ihr seid nicht auf der Durchreise, sondern wollt direkt zu uns. Wir haben schon vor langer Zeit nach euch geschickt, nach wahren Helden. Und jetzt schickt ihr uns die Travia-Kirche, das ist ja hervorragend. Und ein Magier, das ist ja schön, ein Weißmagier. Praios zum Gruße und so.
Travia zum Göttern auch euch zum Gruße. Und den anderen Elfen auch. Tatsächlich sind wir nicht auf Durchreise. Wir wollten tatsächlich direkt zu euch. Ah, Travia sei Dank, das ist ja super. Wie der werte Herr Baron schon sagte, sind wir auf einer Queste der Hesindekirche hierher gekommen, um nach den falschen Schlangen, wenn ich es mal so sagen darf, zu suchen und sie zu jagen. Er zwinkert so ein bisschen die Augen zu, seine kleinen Schweinsäuglein, guckt dich an, guckt Ardo an, sag mal, warte denn schon mal hier? Ecke. Richtig. Es war vor einigen Jahren ein paar Funde weniger. Ja, ich erinnere mich, im Jahr des Feuers war das. Aber da wolltet ihr nicht zu mir. Nee, da hatten wir einen anderen Auftrag. Jetzt haben wir einen Auftrag, der euch betrifft. Ja, das ist gut. Das ist gut. Ihr seid im Auftrag der Kirche. Ich kann euch aber auch ein paar Geldmittel geben. Ich würde sagen, wenn ihr die Räuber besiegt, gebe ich euch eine Dukate pro Kopf. Was haltet ihr davon? Bereitet dem Spuk endlich ein Ende. In allen Ehren, das ist natürlich sehr großzügig, aber wir haben mitbekommen, dass diese Räuberbande wohl um die 20 Mann weckt. Wir sind nur zu fünft. Was wir viel mehr bräuchten als finanzielle Unterstützung wäre Mannes Kraft. Wir bräuchten weitere Verbündete. Ja, davon verstehe ich nichts. Aber ihr könnt euch am besten mit meiner Weibel unterhalten. Er guckt dabei mal kurz über seine Schulter, auch wenn es ihm schwerfällt, weil er eine ziemlich dicke Schulter hat, guckt nochmal nach oben zum Kastellan. Der schüttelt aber auch nur mit dem Kopf. Unterhaltet euch am besten mit der Weibel, die kennt sich am besten aus. Sehr wohl. Ich habe schon wieder ein kleines Hungerchen. Komm gleich wieder. Damit geht er und verschwindet wohl in Richtung der Küche. Steht hier im Inneren, guckt euch nochmal die Leute an, die so ein bisschen mit dem Kopf schütteln, nicht ganz zufrieden sind mit ihrem Junker. Aber die Weiblin steht noch in ihrer Kraft vor euch auf Hörreichweite, wenn ihr sie ranrufen wollt. Kasim, guck mal zu, vor allem zu Darian. Ihr macht hier im Reich auch jeden zum Adligen, oder? Ich muss zugeben, das ist nicht das, was ich erwartet habe von einem Junker. Aber gerade in so einer Umgebung kommt manchmal das Schlechteste aus den Leuten heraus. Außerdem sind die meisten ja von Praios selbst eingesetzt. Und das wird schon seine Richtigkeit deshalb haben. Allerdings würde ich gut überlegen, ob man diesem werten Herr tatsächlich den Titel eines Barons vorschlägt. Das wird keine gute Idee. Allerdings sollten wir mit der Weibelin sprechen. Vielleicht kann sie uns tatsächlich Unterstützung in Form von Soldaten oder Ähnlichem bieten. Ja, ich würde ihr ein Handzeichen geben. Sie nickt, kommt auf euch zu. Hoher Herr? Ich hatte mit dem Junker gesprochen. Wir sind auf der Jagd nach diesen Banditen, von denen ihr sicherlich schon wisst, deshalb werde ich nicht viel dazu über sie an Worten verlieren. Wir brauchen Unterstützung dafür. Wir sind nur 5 Leute und jegliche Art von Unterstützung als Kämpfer können wir gebrauchen. Könnt ihr uns dabei helfen? Viele Männer habe ich nicht, aber wenn ihr mögt, kann ich euch begleiten, gemeinsam mit 2 anderen Gardisten. Mehr kann ich nicht offenbaren, vor allem auch, weil der Kastellan, die Götter haben ihn selig, vielleicht diese Burg nicht halten kann, wenn ich abwesend bin. Viel wichtiger noch als Männer und Frauen sind Informationen. Wisst ihr irgendetwas, das nützlich sein könnte, um diese Individuen aufzuspüren? Nun, der Wald ist tief, der Wald ist gefährlich. Er ist sehr dicht gewachsen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob alles mit dem Rechten geht. Vielleicht haben sie einen Druiden oder so etwas bei sich, aber der Wald selbst scheint sich gegen uns zu wehren und wir selbst können nicht mehr in Schlangenbrut oder in Ogerhain vordringen. Früher einmal haben wir dort viel Rotwild gejagt, aber auch das geht mittlerweile nicht mehr.
ist zu gefährlich. Nicht nur wegen den Banditen, wegen der Schlangenbrut, sondern vor allem wegen dem Wald selbst. Nun, Sie haben Hesindegeweihte angegriffen. Ich würde mich nicht wundern, wenn Sie mit bösen Kräften im Bunde sind. Nun, Paktiere gibt es ja allerhand. Vor allem in Berla. Da gibt es einige Nekromanten, Dämonenbeschwörer. Aber wer bin ich, dass ich das in Frage stelle? Ich muss mich um meine eigene Burg kümmern, beziehungsweise um meine Kameraden, die ich hier versammelt habe. Das ist nicht meine Burg. Könnt ihr uns was über diesen, über den Anführer sagen? Der wird der Ghoul genannt. Tatsächlich ist das auch alles, was man weiß. Relativ bekannt, dass der Anführer der Ghoul genannt wird, aber ob er einen richtigen Namen führt oder ob er überhaupt eine Person ist, das weiß ich nicht. Wurdet ihr auf dieser Burg schon mal angegriffen? Ja, vor allem in der Anfangszeit, aber sie haben es dann sein gelassen und jetzt terrorisieren sie das Umland. Wir versuchen noch das ein oder andere Mal etwas auszureiten, aber nun ja, in Ulm wohnt keiner mehr. Höchstens noch in Binsbüchisches Limburg. Da gibt es seit einiger Zeit wieder einige Bauarbeiter, die versuchen wieder das Ganze nach oben zu ziehen. Meint ihr, man könnte mit Unterstützung von ihrer Seite rechnen? Das sind Handwerker, mein Herr. Das bringt nichts. Warte. Handwerker auf so eine Mission mitzunehmen würde heißen, dass wir sie verheizen. Wir sind 8 Leute gegen 20, falls es doch in ihrer Gänze 20 sind. 2 von ihnen sind ja bereits gestorben. Vielleicht, wenn wir Glück haben, sind es nur noch 18. Vermutlich sogar 3. Wir haben doch die eine Leiche noch gefunden. Nun, uns wurde aber schon von 20 erzählt, als wir beim Junker waren. Waren wohl auch 20 da. Das stimmt wiederum. Wenn wir ihnen einen Hinterhalt stellen können, spielt ihre Zahl keine große Rolle. Sag mal, könnt ihr sowas wie Feuerball werfen oder so? Nicht direkt, aber etwas ähnlich Praktisches. Soll heißen, ihre Überzahl würde dann keine so große Rolle mehr spielen? Vermutlich. Allerdings, wenn es in diesem Wald tatsächlich einen Druiden gibt, wäre es vielleicht eine sinnvolle Idee, ihn aufzusuchen und vielleicht um seine Mithilfe zu bitten. Aber ich dachte, dieser Druide, falls es einen gibt, der ist mit dem im Bunde. Ja, wäre es dann nicht umso mehr ein Grund, versuchen, ihn vorher auszuschalten? Und wenn nicht, dann können wir ihn vielleicht auf unsere Seite... Falls der Druide mit ihnen im Bunde ist, ist er vermutlich von seinen Idealen abgefallen und muss vom deren Rund entfernt werden. Also die Druiden, die ich habe, wollten meist... Was wollten sie? Ihre Ruhe haben. Ihre Ruhe haben, so. Und ihren Wald beschützen. Ihren Wald beschützen, genau. Wenn ihr darin früher gejagt habt, vielleicht mag er das noch akzeptiert haben. Aber wenn jetzt auch noch Räuber in dem Wald sind, hat er sich... Druiden denken da nicht so differenziert. Die sagen sich, ja, Menschen machen Ärger, also alle Menschen raus aus meinem Wald. In der Tat. Genau, also mein so Vorschlag wäre gewesen, dass man erstmal mit denen redet und vielleicht herausfindet, dass einige von ihnen den Göttern doch nicht so abgewendet sind und vielleicht... laufen sie zu auf die richtige Seite über. Also, Travigor, euren Glauben in allen Ehren, aber dadurch, dass sie eine Sindegeweihte und einen Pilgerzug angegriffen haben, glaube ich, diese Diskussion sparen. Meint ihr nicht, sinnvoll, dass vielleicht war das so eine Art Gruppenzwang oder sowas? Die wollten nicht wirklich, oder vielleicht, ich würde mich auch nicht wundern, wenn die sie gar nicht als Sindegeweihte erkannt haben. Es ist schwer, eine Person, eine ganze Gruppe von Personen in grünen Rom nicht als Sindegeweihten zu erklären. Da muss man schon so dumm sein, dass man es eigentlich nicht anders verdient hat. Haben sie jemanden getötet? Schwer verletzt. Ja, schwer verletzt. Hm. Ich glaube nicht, dass es sich um ein Missverständnis handelt. Die werte Schwester Schlangentochter ist eindeutig als Mitglied des Sacer Ordo Draconis zu erkennen. Das bringt nichts, uns jetzt auf irgendwelche Missverständnisse vorzubereiten. Was machen sie extra? Greifen an, lassen Überlebende zurück, und zwar in großer Zahl, damit möglichst viele davon berichten können, und tragen dann
ganz offen das Wappen. Da wird dann berichtet, dass die Schlangenfurter Übles im Schilde haben. Was für einen Grund haben sie, euch so übel mitzuspielen? Ich weiß es nicht. Denn ihr einen Gefangenen genommen oder so und befragt? Nun, wir haben kaum jemanden bekommen. Wenn sie fliehen, dann fliehen sie. Und wenn sie tot sind, dann lassen sie sie zurück. Ist. Ja, vielleicht können wir das herausfinden. Sie fliehen ziemlich schnell. Wie gesagt, in der Anfangszeit hatten wir noch Probleme damit, dass wir überhaupt angegriffen werden, aber jetzt sind wir darauf gefeit. Aber sie greifen halt uns nicht mehr an, denn es macht vor allem Sinn, dass sie das Umland terrorisieren und dort daneben ihren Schrecken und ihren Terror und vor allem das Wappen verbreiten. Geht ja nur darum, dass das Wappen gesehen wird. Irgendeine Intrige, die da läuft. So klingt es, ja. Wisst ihr vielleicht noch etwas über den ehemaligen oder beziehungsweise den Baron dieser Gegend? Der Baron, der ist vor 2 Jahren verschwunden. Seitdem, es geht stetig bergab, ihr habt ja Viktoran gesehen. Er war vor 2 Jahren noch nicht so fett. Ich weiß nicht, als ob ihn irgendetwas vergiftet und er trinkt und isst und frisst wie ein Schwein. Verzeiht, euer Herr, ich wollte euch und das steht mir nicht zu. Kasim? Auf ein Wort? Verzeiht mir, Herr von Falkenstein. Kasim nickt Ardo zu. Das sind schwierige Zeiten. Geht dann mal so ein paar Schritte zur Seite. So. Es klingt aber so, als ob der, was auch immer er ist, der Dicke halt, mehr getroffen worden ist. Wollt ihr ihn euch vielleicht mal anschauen? Könnt ihr was erkennen? Etwas Magisches? Wenn ich nah genug rankomme, circa 7-8 Schritt, kann ich das probieren, in der Tat. Wir bitten ihn einfach nochmal um seine Fürsprache und wollen den Vertrag nochmal festklopfen. Ich meine, Dukate pro Kopf ist euch gut. Klingt sinnvoll. Das vielleicht ein wenig anschauen. Ja, vielleicht ist er von irgendetwas getroffen worden, ein Fluch oder so. So unwahrscheinlich. Es ist keine druidische Kunst zu fluchen, aber sie können den menschlichen Verstand auf... Druiden und die Hexen haben eine lange Historie. Das ist mir bewusst. Mir ist aber auch bewusst, dass ein Druide auf vielerlei Art und Weise den menschlichen Verstand umkrempeln kann. Ich werde ihn mir ansehen. Sehr gut. Ja, dann gehen wir wieder zurück zu den anderen. Nun, denn ich glaube, wir übernachten noch hier und am Morgen brechen wir auf. Na, ihr seid meinetwegen herzlich eingeladen. Wir müssen noch einmal natürlich mit dem Junker sprechen und ihn fragen. Die Frage ist nur, ob wir dann direkt in den Wald aufbrechen und erstmal auskundschaften oder noch mehr Leute suchen. Wisst ihr noch, wo wir weitere Leute dafür finden können? Ansonsten... In der hiesigen Umgebung? Wie gesagt, es gibt die Waffenknechte von mir, aber mehr als 2 kann ich nicht abstellen. Ich komme selber mit, aber... Ja, das ist verständlich. Dann werden wir den heutigen Tag dafür benutzen, etwas die Gegend zu erkunden, uns noch einmal auszuruhen und morgen ziehen wir dann los. Nun, dann geht nicht zu dicht in den Wald. Er ist gefährlich, aber könnt auch gerne sonst an den Fluss gehen. Ist nicht ganz so gefährlich wie der Dergel.